Vielen Dank. Ich möchte nur zuerst sagen, dass es mein erstes Mal auf dem CCC ist und ich freue mich, hier zu sein. Es ist auch mein erstes Mal, einen Talk so spät nachzugeben. Deswegen habe ich mich gefragt, wie betrunken wird mein Publikum sein? Das Letzte, was noch etwas ernster ist, das ist das erste Mal, dass ich meinen Progress, denn meinen Prozess, Schaffungsprozess vorzeige. Wenn wir über essbare Roboter reden, Es ist sehr ähnlich, aus Süßigkeiten Roboter zu bauen, wie Silikon für Prothesen zu verwenden. Mich hat sehr beeinflusst, dass das ein Thema ist, wo man denkt, das ist total albern oder vielleicht ist es ernst gemeint, aber ich meine es wirklich ernst. Als ich mir überlegt habe, soll ich das machen oder nicht, weil ich ein Contractor bin, der für die Regierung arbeitet, und wenn du ein Projekt vorschlagst, dann muss man einen bürokratischen Prozess durchgehen. Und deswegen habe ich einen Projektvorschlag gemacht, um sozusagen die Regierung dazu zu kriegen, mein Projekt zu finanzieren. Aber um ehrlich zu sein, geht es um die möglichen Nutzen, und ich sehe das Essen als die höchste Form der Interaktivität, weil es alle fünf deiner Sinne aktiviert und danach wird es Teil von dir. Ich kann mir nichts Interaktiveres vorstellen. Das schien mir ein Grund sein, der dafür für das Projekt gut genug ist. Das nächste, was ich mache, wenn ich ein Projekt habe, ich frage mich selbst, was ist die Geschichte und der State of the Art? Ich möchte nicht bei Null beginnen. Wer macht die Arbeit? Was sind die wissenschaftlichen Felder, wenn man einen Roboter aus Süßigkeiten machen will? Also softe, weiche Roboter ist der Beginn. Zum Glück habe ich darüber schon viel nachgedacht, da hatte ich schon eine gute Grundlage. Und dann der nächste Schritt ist molekulare Gastronomie. Das ist die Idee, dass man Essen als Kunst und dass man Kochen als Kunst betrachtet. Was mich da sehr interessiert hat, war, dass alles Kochen ist Technologie. Manche Technologie sind wir gewöhnt, dass wir sie verwenden, wie zum Beispiel eine Mikrowelle. Das war früher mal die modernste Kochtechnik und heute ist es ganz normale Technik. Und wenn wir uns diese molekulare Gastronomie anschauen, dann interessiert mich, was sieht wirklich abstrus aus und könnte aber mal in Zukunft ganz normal werden. Wenn man sich Edible Robotics anguckt, essbare Robotik, dann geht es natürlich schwerpunktmäßig um Gesundheit. Das ist ein Robot, der aus Fleisch gemacht wird, aus Wurstpelle. Und sein Zweck ist es, wenn man ihn runterschluckt, und man benutzt ihn, um zu helfen, wenn man eine kleine Batterie verschluckt hat. Und er zieht die dann sozusagen mit aus seinem Körper hinaus. Die nächste ist die andere Seite des gleichen Problems. Man möchte vielleicht einen Roboter verschlucken. Deswegen hatten sie eine Idee, das ist eine Batterie aus Tintenfischtinte, und die kann man verschlucken und sie wird einfach verdaut. Gehen wir von sozusagen dem Gesundheitsfeld zum Feld Kunst, das ist lebendes Essen. Das wurde inspiriert von der synthetischen Biologiebewegung, und sie möchten lebendes Essen, das sich bewegt und atmet. Und das wäre sozusagen Teil des Abendessens. Das war leider nur ein theoretisches Projekt. Es gab keine technologischen Sachen, die ich übernehmen konnte. Aber es war interessant, sich das anzuschauen. Das andere war, als ich mit Leuten darüber geredet habe, über essbare Roboter, dann haben mich Leute zu dem Resistor zurückgezeigt, einem Hackerspace, in dem ich arbeite.
Und dann wusste ich, okay, da passe ich hin, wenn die Forschung mich wieder zu meinem eigenen Hackerspace zurückführt. Das Projekt ist genannt Lady Godiva. Und das ist eine Schokolade, die einen geschlossenen Kreis, einen großen Stromkreis darstellt. Und wenn du sie isst, dann jammert die Schokolade. Unten ist ein Flügel aus Gummibärentechnik, aber mich interessiert, wie konnte ich leider auch nicht so viel mitnehmen. Und schließlich und endlich gibt es dieses große robotische Projekt, eine Kollaboration in einem Kunstspace, in einem Artspace und eine Firma. Sie haben essbare Roboter gebaut, die sich bewegen. Der Rice Krispie Robot. Ja. Bewegt sich anhand von Kabeln. Er sieht interessant aus und bewegt sich, aber man muss um die Kabel herum essen. Ich fand den Gurkenroboter sehr interessant, weil die Gurke stark genug ist, dass man das eigene Material als Kabel verwenden kann. Dort möchte ich dann hin in der Robotik. Aber ich möchte keine Gurke essen, weil nachdem sie ein Roboter war, da wollte ich doch lieber mehr Süßigkeiten verwenden. Das ist gerade der Stand der Technik bei essbaren Robotern. Also der nächste Schritt, den ich gerne mache, ist natürlich, Experten zu befragen. Was eine interessante Frage, wenn du an einem neuen Problem arbeitest, wer sind denn dann überhaupt die Experten? Wenn ich das mache, dann gehe ich so weit wie möglich in die Fläche wie möglich. Vielleicht kriege ich Informationen, die ich nicht brauche, aber je weiter ich gehe, da kommen immer mehr interessante, aufregende Informationen zurück. Und ich kriege eine bessere Zusammenfassung für meine Probleme. Ich habe mit Matthew Borgatti gesprochen. Das ist ein Kollege von mir und er ist derjenige, der mich überzeugt hat, in weiche Robotik zu gehen. Er hat mir auch gesagt, dass ich unbedingt Roboter aus Süßigkeiten machen sollte. Ja, ein Teil unserer weichen Robotics-Agenda ist es, großartig zu sein. Also ihr müsst euch bei ihm bedanken oder bei ihm beschweren über dieses Projekt. Er hat letztes Jahr einen Talk am CCC gehalten über allgemeine weiche Robotik. Die nächste Person, mit der ich gesprochen habe, ein Freund von mir, Tim Rodriguez, er ist bekannt dafür, Brettspiele zu machen, aber er hat auch einen Abschluss in Essenswissenschaft. Als ich mit ihm über Essenswissenschaft gesprochen habe, er hat mich dazu gebracht, Süßigkeiten auf der molekularen Ebene zu betrachten, weil es sind sehr einfache Systeme auf der Ebene der Chemie. Und er hatte gute Ideen zum Bezug, warum Süßigkeiten manchmal nicht so stark sind und Gemüse tatsächlich stark ist. Da kommen wir wieder zurück. Und meine Freundin Liz Harra. Sie ist ein professioneller Puppenmacher. Außerdem ist sie ein großer Süßigkeiten-Fan. Sie isst alle Möglichkeiten auf Süßigkeiten. Eine von den anderen Sachen, die wirklich wunderbar about sind, ist, sie macht diese wunderbaren Puppen. Die andere Sache, die auch sehr großartig baut, ist, sie ist sehr begeistert in die verschiedenen Actor Spaces. Jetzt, wo ich über die Experten gesprochen habe, musste ich mein Projekt an verschiedenen Kriterien binden. In diesem speziellen Fall habe ich entschieden, dass man den ganzen Roboter essen muss. Ich bin kein großer Fan von dem um den Roboter herum essen. Außerdem muss es einfach zu produzieren sein. Der Hauptgrund, warum ich das mache, warum ich das hier mache, ist,
das musst bestimmte Zutaten verwenden, aber du solltest nicht besonderes Equipment kaufen müssen, also besondere Ausrüstung. Ich möchte nicht, dass Leute Sachen kaufen müssen, die sie nur ein- oder zweimal verwenden, um einen Süßigkeitenroboter zu bauen. Es sollte nicht zu kompliziert oder zu verwirrend sein, um das zu bauen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Meringue gemacht habt, aber es ist sehr, sehr empfindlich bezüglich der Feuchtigkeit. Man muss sich um alles kümmern, damit das funktioniert. Also wollte ich, dass der Roboter was ist, der nicht abhängig von der Temperatur oder vom Wetter ist. Ich möchte, dass es eine emotionale Reaktion gibt und gerade wenn man sich mit Süßigkeiten kümmert, dann freut man sich, man geht in diesen Happy Raum oder man findet das irgendwie widerwärtig, weil man dieses ganz weichen Sachen hat, die manchmal nach erbrochenem schmecken. Und das fand ich am spannendsten in dem Bereich der S-Bahn-Robotik. Ich wollte, dass es sozusagen einen Standard beim Geschmack setzen. Ich wollte ihn nicht nur technisch essbar essen. Viele haben gesagt, hey, man kann das essen, man kann Papier essen. Und da sagte ich, nein, das ist nicht der Sinn des Projektes. Ich möchte, dass es so eine Art Grundlage gibt, dass er gut schmeckt, dass man das essen möchte. Und dann muss es natürlich so lange durchhalten, dass es einen Tag lang hält. Ich möchte nicht etwas kochen, kurz, dass man essen muss, kurz nachdem es gekocht wurde, insbesondere wenn es was Kompliziertes ist wie ein Roboter. Ich wollte, dass du es am Tag vorher machen kannst und dann kann man es servieren. Und das musste nicht langfristig haltbar sein. Denn insbesondere, wenn man das einen Food-Aktuator macht, dann abzulegen, hört sich irgendwie an, das in einen staubigen Raum zu tun. Und das ist irgendwie nicht so spannend und hört sich nicht so gut an. Das sind die Spezifikationen, gegen die ich den Erfolg messen werde. Seitdem ich mich mit der Technik beschäftige und nach meiner ganzen Erfahrung und der genauen Erfahrung mit den ganzen Materialmöglichkeiten, habe ich nun mich dann dazu entschlossen, mehr Zeit mit den eigentlichen Materialien zu beschäftigen. Das Ganze lag etwas außerhalb meiner Komfortzone. Ich habe viele Projekte gesehen, die aus den falschen Materialien gebaut wurden. Und man kann einfach ein Material nicht so etwas bauen, was aus dem es nicht gemacht werden kann. Deswegen musste ich wirklich Zeit mit den verschiedenen Materialien verbringen. Das Erste, was ich getan habe, ist, verschiedene Materialien zu suchen. Canonsteins ist der Platz, an dem man Hydrocolloide kaufen kann. Das sind die Materialien, die aus einem Gummibärchen ein Gummibärchen machen. Ein Hydrocolloid ist eine stabile Verbindung aus Hydrocolloiden, im Prinzip Zuckern. Zum Beispiel Gelatine sind verschiedene Proteine mit verschiedenen Zuckern. Was ich nicht wusste, als ich diesen Pfad bestritten habe, das Verkaufen von Hydrogelien ist ein grundlegendes Problem in der Gastronomie. Ich dachte, es wird einfach normal verkaufen. Aber zum Beispiel dieses Bild zeigt 22 verschiedene Methoden, Gelatine und gelatinartige Sachen herzustellen. Deswegen werde ich eine kleine Quote vorlesen. Leider sehr wenig existiert nur sehr viele Theorie darüber, wie man Gelatine richtig herstellt. Hier kommen folgende Kombinationen, wie man verschiedene Gelatine verwenden kann. Allerdings muss weitere Informationen bezogen werden.
Zum Glück arbeite ich in einem Soft-Robotik-Labor und deswegen kann man viele der Laborutensilien als Küchenutensilien nutzen. Ich habe mit meinem Materialsuche angefangen bei Pektin. Und das illustriert ziemlich gut, was es nicht kann. Es ist aus Monomeren gemacht, die sehr dicht zusammenhängen und haben immer nur einen exakt und hängen immer an exakt einer Stelle zusammen. Und das ist auch der einzige Punkt, an dem sie sich voneinander bewegen können. Unter einer Kraft brechen sie also sehr leicht auseinander. Nach dem zweiten Materialexperiment habe ich herausgefunden, dass verbrannte Gelatine furchtbar riecht. Was mich daran erinnert hat, dass ich an einem Protein arbeite, was aus Haut und Hufen besteht. Also meine dritte Version war aus Gelatine gemacht. Und das Problem war, dass ich zu viel Gelatine gemacht habe, was mich wiederum daran erinnert hat, dass ich mit einem Tierprodukt arbeite. Nun kommen die etwas erfolgreicheren Methoden. Die Jello Brand Gelatine. Es hat einen guten Geschmack und es ist leicht zu handeln. Allerdings ist das hier ein Beispiel für elastische Hydrogeline. Es hat eine Helixform. Es hat also weniger Platz zwischen den Molekülen. Und wenn man diese Gelatine macht, bricht sie in diese drei Formen auf. Wenn wir diese behandeln und zu einem bestimmten Punkt erhitzen, verbinden sie sich wieder zu diesen Helixformen, aber nicht alle. Diese Helixe sind dann sehr stretchy und sehr verformbar und verknoten sich praktisch zu einem Netz. Verhalten sich aber insgesamt wie Spaghetti. Wenn sie noch warm sind, sind sie biegsam und verknotbar, aber wenn sie kalt werden, werden sie zu einem sehr soliden Knoten. Das macht Gummibärchen oder Gummibärchen, dass ihre Oberfläche, dieser Effekt. Das ist ein weiteres Experiment, das ist Jelen, das ist ein anderes Hydrokolid, das ist basiert auf Pflanzen, das ist eine Art Bakterie, die auf dem Boden wächst, was sehr interessant ist. Und das Interessante ist, dass man es sehr, sehr weit auseinanderziehen kann, aber gleichzeitig ist es sehr weich. Und wenn wir über Synergien zwischen Hydrokoloiden reden, dann kann man das kombinieren, um Härte zu erreichen. Aber was interessant ist, diese Sachen zu mischen, ihr kriegt keinen Mittelwert aus den beiden. Ihr bekommt was komplett Neues und komplett neues Verhalten. Und die einzelnen, die Vorgängermaterialien geben etwas Neues und das ist ein Experiment in der Zukunft. Dann bin ich zurück zu der Jello-Marke gekommen und da habe ich mir gedacht, okay, das funktioniert einigermaßen und dann mache ich dann hier sozusagen die Formen für einen weichen Roboter und da benutze ich eine Art Maispulver, um das herausnehmen zu können. Ja. Und hier, das ist nicht das Richtige für Essen. Das sollte man nicht verwenden, um essbare Roboter zu bauen. Da würde ich dann Formen aus Silikon bauen. Die habe ich nur mit dem 3D-Drucker gebaut. Mein siebtes Experiment mit dem gelatinebasierten Material habe ich das Haribo-Rezept verwendet.
Aber was mich da sehr interessiert hat, war, dass sie keinen weißen Zucker verwenden, sondern verwendet andere Zucker, weil es das Verhalten der Feuchtigkeit verwendet und man kann Wasser damit verbrauchen, wenn man den Zucker wechselt. Interessanterweise hat das ohne Überraschung hat das am besten geschmeckt und ein Grund dafür ist, dass es da zusätzliche Säure drin ist. Man kann unterschiedliche Säuren verwenden. Ich erinnere mich an einen Namen gar nicht mehr, aber es gibt da sehr viele Essenssäuren und das ändert wirklich den Geschmack. In der Zukunft habe ich mehrere Pläne, andere essbare Gels zu testen. Ich bin gar nicht so weit gekommen, denn das Gelproblem war viel komplexer, als ich dachte. Ich plane die Dauerhaftigkeit, die Flexibilität, die Dauer, wie lange es eben hält und wie gut man es auseinanderziehen kann, in meiner Zukunft essbare Roboter zu bauen. Dann bin ich zu einem Laden gegangen und habe ganz viele unterschiedliche Süßigkeiten gekauft, viel zu viel Geld dafür ausgegeben. Und ich habe gelernt, man darf seine Fehler nicht aufessen. Ich habe 3 Stufen gegessen und dann ging es mir nicht mehr so gut. Ich bin kein Purist, wenn es um soft, weiche Roboter geht. Ich mag auch Hybridroboter. Ich habe also auch ein paar Tests gemacht. Da habe ich in bestimmte Süßigkeiten gebohrt, um zu gucken, ob man sie als Komponenten verwenden kann. Tatsächlich erfolgreich. Die waren sehr sauber und man konnte unterschiedliche Größen reinbohren. Dann war ich vom Octobot inspiriert und habe, das ist ein weicher Roboter, der sozusagen eine Flüssigkeit laufen lässt und da kommt dann eben ein Gas raus. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich ein explosives Gas verwenden für einen Aktuator. Aber da passiert keine Explosion, es passiert einfach gar nichts. Also wenn ich eine chemische Reaktion habe, dann werde ich wahrscheinlich Mentos und Coke verwenden. Das Internet hat das sehr gut dokumentiert, wie das funktioniert. Was ich noch versucht habe, war, die Süßigkeiten aufzuheizen. Und das Interessante an diesen Hydropoiden ist, dass die nicht eine einzige Reaktion habe, sondern das kann auch zurückgehen. Das heißt, man kann sie kühlen und sie hat die gleiche chemische Reaktion passiert wieder. Das heißt, man kann da immer wieder Versuche machen. Die habe ich in eine Mikrowelle getan und da dachte ich mir, das ist echt interessant, wenn man einen Roboter nicht von null aufbauen will. Dann habe ich Fruchtleder benutzt. Es gibt eine Menge weiche Roboter, die Luft drin behalten können mit einem richtigen Material. Da habe ich einen Kompressor verwendet, um Luft in Fruchtleder reinzupumpen. Das war auch ein ganz gutes Siegel, weil es sehr, sehr klebrig war. Das hat mich sehr überrascht. Ich habe vorher schon gesagt, was über Pflanzenmaterialien, was ich oft verwendet habe, um Zugkräfte zu haben, das hat das nicht ausgehalten. Also die Kraft war zu hoch. Also habe ich versucht, getrocknete Mangos zu verwenden. Das funktioniert sehr gut. Man kann sie essen, sie passen gut zu Süßigkeiten. Man kann Knoten in sie reinmachen, man kann sie als Kabelcontroller verwenden. Und sie haben die Lakritz, und dann gibt es diese Lakritzstangen, die ähnliche Eigenschaften haben. Die Lakritzstangen sind auch wasser- und luftdicht. Also könnte man damit Strohhalme machen. Nun geht es zum nächsten Plan in meinem Prozess. Normalerweise nehme ich alle Materialien, die ich habe, die vielversprechend sind. Aber in diesem Fall hatte ich keine Zeit mehr. Dieses ganze Problem war so viel größer, als ich es erwartet habe. Deswegen habe ich ein wenig Zeit gekürzt. Ich wollte jede Methode, die populär ist, einmal ausprobieren.
Ich bin allerdings nur zur Kabelkontrolle gekommen. Mehr habe ich bis jetzt nicht gemacht. So, tada! It kind of works. Also, tada! Es funktioniert. When I do my first iterations, I have to go back and assess what worked and didn't work. And one of the things that I found about in meinem Prozess habe ich herausgefunden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das, was ich brauchte, war ein Schmiermittel. Öl hat relativ schlecht funktioniert, ähnlich wie Wasser. Denn Wasser löst sich in Zucker löst sich in Wasser. Deswegen habe ich versucht, Maisstärke zu nehmen. Allerdings wurde das sehr gummiartig. Mit Puderzucker war es am vielversprechendsten. Und am Ende kam ich dann auf sehr, sehr feinen Zucker mit Kornstärke gemischt. Ich habe mehrere Iterationen probiert, um meinen Endroboter zu kreieren, indem ich immer so vorgegangen bin, dass ich geschaut habe, ob meine Spezifikationen getroffen wurden oder nicht. Und falls nein, habe ich weitergemacht. Ich wollte wirklich das Risiko auf mich nehmen, verschiedene Materialien den Prozess zu zeigen. Ich glaube, wir verbringen sehr viel Zeit damit, zu beschreiben, welche Möglichkeiten wir haben, um zu scheitern. Und deswegen, das andere Problem, was mich interessiert hat, war, warum wollte ich diesen Talk geben? Ich rede über Süßigkeitenroboter, aber mein tieferes Interesse ist Prozesse und Durchhaltevermögen. Insbesondere haben wir einen robusten Prozess, der gibt euch einen Rahmen, in dem man Erfolg haben kann in etwas, was man nie vorher gemacht hat. Und ein guter Prozess bedeutet, dass wenn man sozusagen stecken bleibt, dann weiß man, wie man wieder weiterkommt. Und wenn ich diesen Prozess sozusagen irgendwo stecken bleibe, kann ich immer auf den vorherigen Schritt zurückgehen. Das heißt, ich komme nie an einen Engpass. Glücklicherweise denken über die Leute an solche Prozesse, wenn sie mit zukünftigen Technologien arbeiten. Ihr könnt diesen verwenden oder ihr könnt einen eigenen erfinden. Unsere Gedanken am Ende. Denken an das Design ist eine sehr effektive Methode, um sich durch das Unbekannte durchzusteuern. Man sollte in zukünftigen Feldern zu arbeiten, immer dort, wo man es am interessantesten findet und die meisten Möglichkeiten hat. Und allgemein möchte ich, dass wenn ihr Informationen teilen möchtet oder kollaborieren möchtet, ich könnte Hilfe in oder meine Hilfe brauchen könnten, gerade wenn es um die Aktuären geht. Vielleicht erzählt ihr mir was. Ihr seid vielleicht Experte auf einem Gebiet, wo ich nicht dran gedacht habe. Und wenn ihr über Prozesse sprechen möchtet, dann wendet euch auch an mich. Das bin ich. Und hier könnt ihr mich im Internet finden. Und ihr könnt auch zu anderen Themen mit mir Kontakt aufnehmen. Ich rede über weiche Roboter, Raumanzüge, Kostüme und Puppen. Vielen Dank.